Hallo Leute, heute werde ich ein bisschen über meine The Voice Kids Zeit reden, über meine Bewerbung, über meine Blind Audition, über die Überraschung und ich werde ein paar Fragen von euch beantworten. Also bleibt bis zum Ende dran. Vielleicht ist ja eure Frage dabei. Dann fangen wir mal an. Also, erste Frage ist: Wie bist du darauf gekommen, zu The Voice Kids zu gehen und was haben deine Eltern davon gehalten? Also, alles hat begonnen 2017, wo ich mich unbedingt bei The Voice Kids anmelden wollte, 2018. Und dann hat mein Vater die Direktorin von der Musikschule angerufen und dann haben wir mit ihr mein Cover gedreht. Ich bin Lilly Marie Köck und ich würde mich gerne bei The Voice Kids anmelden. Mit ganz vielen Mikros und alles drum und dran. Und es war echt lustig und es hat, glaube ich, ein paar Stunden gedauert. Ich glaube 6 Stunden oder 5 Stunden, aber echt lange. Und falls ihr diese Videos anschauen wollt, schaut einfach auf meinen YouTube-Kanal. Also, wir hatten alle Videos gedreht und schon alles vorbereitet und so. Und dann mussten wir uns nur noch anmelden eigentlich. Dann sind wir auf die Homepage gegangen und haben uns angemeldet. Und ich glaube, es war so 22 Uhr am Abend und ich habe schnell meine Insta-Story gestellt und alle so, was, du gehst zu The Voice Kids? Und ich so, ich probiere es. Und ich habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass ich irgendwie gar nicht weiterkomme, aber wow. Aber dann haben wir uns angemeldet und genau am nächsten Tag war Schule und ich habe die Nachricht bekommen, dass ich zum Casting darf nach München. Und das war, glaube ich, eine Woche später. Und eine Woche später musste ich schon zum Casting gehen oder so. Und ich war echt so, so schnell, so schnell. Und ich war echt so richtig nervös. Und kannst du mal den genauen Vorgang erzählen bei The Voice Kids? Also, dann waren wir in München und wir haben bei meinem Opa übernachtet und dieses ganze Casting in München, das war die erste Etappe, war in so einem Hotel und da gab es 3 Etappen, 3 Räume. Beim ersten Raum ist man mit 4 Mädchen reingegangen, oder Jungs, ja, ich war mit 4 Mädchen oder 5. Und dann hat man seine 2 Songs vorgesungen, oder 2. Und dann haben die dich kurz rausgebracht und dann hast du gewartet, weil so viele gefragt haben, was für ein Feedback ich bekommen habe. Also in Französisch, bitte sing weiter in Französisch. Also bitte weiter Französisch singen, denn es hat mich sehr berührt und ich glaube, das hast du auch gesehen. Ich habe fast geheult und ich so. Also das war schon ein toller Start. Und dann gab es halt noch einen Raum, da musste man wieder warten. Und dann musste man vor ein paar mehr Leuten, ich glaube 8 Leuten, singen und so. Da war zum Beispiel auch der Chris und so. Und der war halt so ein bisschen der Aufmunterer und hat gesagt, das schaffst du schon. Und ich war wirklich, wirklich nervös. Ich habe so, und das hat auch die Dame gesehen und hat so gesagt, calm down, alles gut. Und ich so, und danach, die letzte Etappe war ein Interview und das gab, also Interviews hatten wir wirklich viele in der ganzen The Voice Kids Zeit. Und danach muss man wieder warten, Monate, Wochen, weiß ich nicht. Und dann war nächster Casting und das war in Berlin, ja. Da bin ich mit meinen 2 Eltern hingeflogen und das war auch genau da, also beim Studio Berlin, wo auch alles von The Voice Kids gedreht wurde, alles. Da waren halt auch die Castings und dort war auch das Finale. Also Castings. Und dann musste man wieder warten. Also eigentlich könnte man sagen, The Voice Kids, Klammer, warten. Es ist echt so. Also man musste man wieder warten und dann, ich wusste ja nicht, dass ich weiter bin. Und dann haben meine Eltern diese Überraschung geplant mit The Voice Kids. Oh mein Gott, das war so schön. Also, dann waren wir halt im Auto und dann sind wir halt zum Restaurant gefahren. Und dort habe ich halt nur die Lilly erwartet. Ja, Lilly, ja. Die andere Lilly. Wir haben viele Doppelpacks hier in der Gruppe. Egal. Und ich dachte halt, dass die Lilly dort auch ist.
also ich wusste, dass die Lilly auch dort ist mit ihrer Mutter. Und dann, die hatte halt so ein Mikro erzählt und so. Und überall waren halt Kameras und ich habe nichts gecheckt. Nichts. Und ich habe die Debbie kein bisschen erkannt. Kein bisschen. Die war so, als hätte alle Haare nach hinten, ja. Und ich dachte mir so, ja, kenne ich die irgendwo her? Nein. Und dachte mir so, nein. Und die war so richtig süß, die Debbie. Weil ich kenne sie halt nur mit Wuschelhaaren, ja. Weil letztes Jahr, 2017, hatte sie halt Wuschelhaare. Und dann war sie so glatt. Und ich so, hä? Und dann waren wir da und ich so, ja, bitte ein Wrap bitte. Und sie so, ja, okay, ein Burger. Und ich so, Burger bitte. Ein Chicken Burger. Cheeseburger bitte. Und für mich bitte ein Fresh Wrap. Ein bitte was? Ein Fresh Wrap. Okay, einmal den Filet-O-Fisch. Ah ja, okay, alles. War halt richtig lustig. Und dann plötzlich habe ich so geweint, als die mich überrascht haben. Das war so krass. Und du bist eingeladen zu dem Kleiderschein. Das war das Kätzchen, die Marie. Ja. Und dann am Abend, also dann sind wir wieder weggefahren und ja, und dann sind wir zu Hause hier gewesen, genau auf dieser Couch. Und ich mit meinen Freundinnen, mit Lilly, Lena, Annika, Linda, Lena, ich habe niemanden vergessen. Also, ich bin so ausgerastet, ich hier im Wohnzimmer so, ah, ich will meine Voice Kids, ah! Oh, das war so geil. Und ja, die Überraschung war echt toll. Und dann waren schon die Blind Audition. Das ging so schnell. War es für dich schwer, das französische Lied zu singen? Oder hättest du leichter gefunden, wenn du ein deutsches gesungen hättest? Hast voll die schöne Stimme und dann kannst du mich grüßen. Heiße Jill. Ich grüße Jill und Dankeschön. Und eigentlich war ich recht glücklich, ein französisches Lied zu singen, weil dann alle mich kennen als die französische Sängerin. Dann habe ich mein Lied bekommen, deren Dance, und oh mein Gott, ich war so nervös. Und dann war es soweit und ich bin nach Berlin gefahren. Und ja, dann war es soweit und ich war richtig nervös, weil die Zimmer neben mir haben so gut gesungen. Also die Mädchen neben mir waren so gut. Ja, dann war es soweit. Und wir hatten echt viele Proben, aber wirklich viele Proben. Wir hatten Vocal Coaching, wir hatten Interviews mit Debbie. Das hatten aber nicht alle, aber Interviews mit Debbie. Interviews für die Redaktion und es war so cool. Hast du beim Scouting und beim Auftritt sehr aufgeregt? Ja. Und dann war es soweit und ich habe einfach fast geheult vor meinem Auftritt. Es war so... Und wir waren so in einem, also wir wurden geschminkt und alles und wir waren so in einer Art Kapuff. Ich glaube, das war so. Aber ich war so nervös und ich habe die andere Person noch gehört und vier Leute vor mir sind rausgeflogen. Und ich war so nervös. Ich kann nicht beschreiben, wie nervös ich war. Ich habe gezittert, ich habe Kribbeln gehabt und ich war noch nie so nervös. Bei Auftritten ist man halt immer nervös, aber nicht so nervös. Nicht so nervös. Dann war es soweit, ich bin auf die Bühne gegangen und vor dem Auftritt haben die gesagt, konzentrier dich auf dich. Schau nicht in dem Publikum, konzentrier dich auf dich. Und ich komme auf die Bühne. Hi, Oma, Opa, weil die sind halt aufgestanden. Und meine Oma hatte halt so einen knalligen Pulli an. Und so, hallo, und ich so, mua, mua. Ich habe meine Blind Audition nicht so oft angeschaut, aber ich habe... Während ich gesungen habe, nicht bemerkt, dass Nena und Larissa aufgestanden sind. Also nur Nena. Ich habe nur bemerkt, dass sie kurz ihre Brille aufgesetzt hat und da musste ich echt fast lachen. Und in meinem Kopf ich so, Max, Marc, komm, Basat! Aber ja, hat nicht geklappt. Aber ich hätte gern geschrien, so, komm, Basat! Aber ja. Und dann war es soweit und ich bin so gesprungen. Das seht ihr auch da. Und, oh Gott, ich bin wirklich hochgesprungen. Und ich habe, als ich Sat.1 geschaut habe, also als mein Auftritt war, habe ich das geguckt, natürlich.
Und ich habe so geheult. Aber ich habe auch ein Bild hochgeladen auf Instagram, wo ich richtig nervös war. Und kannst du Tipps geben für die, die sich nicht trauen und nicht wissen, ob sie singen können? Ja, also die The Voice Kids Zeit war echt cool. Und ich empfehle es jedem, der ein bisschen denkt, dass er singen kann. Und wenn nicht, Leute, die beißen nicht. Die sind richtig lieb. Und wer weiß, ich dachte auch am Anfang so, ich komme wahrscheinlich nicht weiter. Okay, und war halt richtig unsicher. Und ich bin bis in die Battles gekommen. So Leute, es kann immer eine Überraschung kommen. Also auch wenn ihr so eine krasse Stimme habt, also so eine einzigartige, die halt niemand hat, dann solltet ihr unbedingt hingehen. Probiert es einfach. Wenn nicht, die beißen nicht. Die posten euch nicht und sagt, haha, die sind nicht weitergekommen oder so. Wirklich, es ist echt eine tolle Erfahrung. Also probiert es aus. Möchtest du mal zu The Voice of Germany gehen? Leute, es ist geplant. Und egal was passiert, ich gehe hin. Ich gehe hin. Und ich habe schon meinem Vater gesagt, komm Papa, wir werden The Voice of Germany rocken. Und wir sind schon bereit. Wir sind schon bereit. Und ihr könnt auch bereit sein. Wie hast du Jona kennengelernt? Ihr wart ja nicht im Team Mark bzw. Larina. Leute, ich habe Jona durch The Voice Kids kennengelernt. Und ja, durch The Voice Kids einfach von... Was soll ich sagen? Egal in welchem Team man war, man hat sich immer in der Lobby getroffen. Und also in den Battles. Und ich habe auch Jona einmal in einem Blind Audition getroffen und das war echt cool und ja. Also da war ich schon ein bisschen so, ah. Aber ja. Also durch The Voice Kids. Und das war auch meine letzte Frage. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Es kommt wahrscheinlich ein zweiter Teil, wo ich dann über meine Battles, über das Finale und alles pipapo rede und so. Dann lasst gerne ein Like da, folgt mir auf Instagram, Snapchat und Facebook und Co. Und ein Abo natürlich, wenn ihr mir nicht folgt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.